Hey Leute, willkommen zu einer Folge auf meinem Kanal. Und zwar geht es mal heute um ein allbekanntes Thema vom Kanal. Und zwar geht es mal heute um den Galaxy Skin, Leute. Ich habe ja damals schon mal ein Video drüber gemacht, nur ehrlich gesagt war das Video jetzt nicht wirklich gut und eher spontan gehalten. Deshalb wollte ich einfach in diesem Video nochmal meine ganzen Sachen korrigieren und euch einfach auf den neuesten Stand der Dinge bringen, was es sich mit dem Thema Galaxy Skin auf sich hat, Leute. Und ja, falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Like, eine Posebewertung und aber dann vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren. Und das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und ja, Leute, wie im Pre-Intro schon erwähnt, reden wir heute über das ganze Thema Galaxy Skin, beziehungsweise Free Galaxy Skin. Wie kann man den Galaxy Skin gratis bekommen, Leute? Vorab wollte ich aber nochmal sagen, es tut mir leid, dass in der letzten Woche keine, oder in dieser Woche eigentlich, keine Videos gekommen sind. Ich war nämlich auf Urlaub und konnte in dieser Zeit keine Videos drehen. Trotz allem bin ich jetzt wieder am Start. Und ja, dann kommen wir gleich wieder zum Thema zurück. Und zwar reden wir, wie schon gesagt, über das ganze Galaxy-Thema. Ich habe ja schon mal in der Vergangenheit ein Video über dieses Thema gemacht, aber wie im Pre-Intro auch schon gesagt, war das eher spontan gehalten und ich habe nicht wirklich gut recherchiert und deshalb dieses Video eher nicht so gut geworden, meiner Meinung nach auch. Deshalb will ich einfach in diesem Video nochmal alle Sachen korrigieren und einfach euch auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und ja, die meisten kennen den Galaxy Skin und für die Leute, die den Galaxy Skin nicht kennen, kann ich nur ein Foto einblenden. Manche fragen sich, wie man den bekommen kann. Den kann man nur durch diese Vorbestellungen vom Samsung Galaxy Note 9 oder im späteren Kauf dann oder vom Samsung Galaxy S Tab 4 bekommen. Also nur wenn ihr eins von diesen beiden Geräten kauft, könnt ihr euch dann in-game diesen Skin abholen. Und ja, dann komme ich nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Und zwar habe ich ja in meinem letzten Video gezeigt oder Theorien bzw. Ideen euch gezeigt, wie man den Galaxy Skin gratis bekommen kann. Ich habe dann noch ein bisschen recherchiert und bin dann drauf gekommen, dass es eigentlich ganz, ganz anders läuft und bin dann auch überhaupt auf den Entschluss gekommen, dass man den Galaxy Skin nicht oder sich nicht gratis holen kann. Also für die ganzen Leute, die sich dauernd fragen, ja, kann man irgendwie sich den Gratis Skin durch irgendwelche Crack-Programme, durch Emulatoren, also Simulationsprogramme oder durch, weiß nicht, irgendwelche anderen Sachen bekommen, also holen, muss ich euch einfach enttäuschen. Man kann sich den Galaxy Skin nicht gratis cheaten, gratis holen. Das funktioniert einfach leider nicht, das ist einfach nicht möglich. Warum das nicht möglich ist, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und zwar sind ja, wenn wir noch ein bisschen zurückspulen, sind seitdem der Galaxy Skin draußen ist, sind sehr viele Theorien, Ideen, Gerüchte hervorgekommen von den ganzen Leakern, von den ganzen YouTubern, die dann gesagt haben, ja, ihr könnt mit dieser Veränderung von den Google-Einstellungen oder von diesen Veränderungen von den Handy-Einstellungen oder eben mit Simulationsprogrammen, also Emulatoren, könnt diesen Skin gratis bekommen. Da habe ich schon auch in meinem letzten Video zwei Ideen davon genannt oder zwei vielleicht funktionieren Tipps, wie man sich den Galaxy Skin gratis holen kann. Jedoch ist das einfach nicht möglich. Man kann sich den Skin einfach nicht holen, da, auch wenn du die Einstellungen im Samsung-Gerät ändern kannst, wird es dir nicht möglich sein, eben den Skin gratis zu holen, da das Epic Games mit Samsung abprüft. Die werden das wahrscheinlich mit Datenbanken abprüfen und auch erkennen, dass das auch ein echtes Gerät ist, ein Samsung Note 9, das auch wirklich gekauft wurde und nicht durch ein anderes gefaked wurde, zum Beispiel durch die Einstellungen und so weiter. Manche sind auch drauf gekommen oder manche haben auch vorgeschlagen, es mit Emulatoren zu benutzen. Viele kennen Emulatoren, das sind Simulationsprogramme wie zum Beispiel BlueStacks. Manche kennen sogar BlueStacks, also sehr viele, die auch etwas am PC mit ihrem Handy probieren wollen und so weiter. Das ist auch ein Programm, mit dem du ja ein Gerät simulieren kannst. Das heißt, du kannst sagen, ich habe das Gerät, obwohl du es gerade am Computer hast. Also du kannst es simulieren. Das ist ein Simulationsprogramm. Das Problem in der ganzen Sache ist, was die meisten YouTuber nicht gecheckt haben oder nicht mal wissen, eben nicht in ihren Videos erzählt haben, dass du auch bei den meisten Emulationsprogrammen bestätigen musst,
dass du eben dieses Gerät hast. Also beim Note 9 müsstest du dann wirklich das Note 9 gekauft haben, um eben diesen Emulator, dieses Simulationsprogramm zu benutzen. Ist halt einfach leider so, das ist auch bei BlueStacks so. Das heißt, wenn du bei BlueStacks dieses Simulationsprogramm benutzen möchtest, musst du eben diesen Code oder deine Produkt-ID von diesem Handy eingeben, was meistens auf der Schachtel steht, um eben dieses Simulationsprogramm zu benutzen. Das haben wirklich viele nicht gewusst und haben dann einfach irgendwelche Scheiße gelabert, irgendwelche Theorien aufgegriffen und so weiter. Und haben gesagt, das funktioniert sicher 100%, obwohl das gar nicht möglich ist, Leute. Es gibt natürlich auch Simulationsprogramme, die gratis sind, die gecrackt sind. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es alles illegal abläuft. Sobald ihr ein Programm crackt, ist es natürlich illegal. Und dieses Versuchen, diesen Galaxy Scan gratis zu bekommen, obwohl es ein exklusiver Bonus ist für die ganzen Leute, die sich das Candy gekauft haben, ist alles illegal und ist eigentlich ein Betrug. Das heißt, ihr betrügt Epic Games, oder dass ihr dieses Handy habt, obwohl ihr es gar nicht habt. Und eigentlich könnt ihr euch Epic Games meiner Meinung nach anzeigen, einfach von den Richtlinien her. Natürlich macht das Epic Games nicht, das wären ja viel zu viele Leute, die das versuchen würden. Epic Games wird einfach die Accounts bannen, Leute. Das ist einfach so, Epic Games hat ja auch ein relativ gutes Detect-System, das heißt, die können sehr gut Schwindel oder Leute, die das versuchen mit irgendwie Crack-Programmen oder so, sehr gut detekten, also die dabei erwischen, dass sie das versuche. Das ist halt einfach leider so, Epic Games denkt halt immer auch einen Schritt nach vorne. Also wie schon gesagt, ihr könnt es versuchen mit E-Crack-Emulatoren. Es gibt meistens relativ viele, die das auch gratis anbieten oder halt durch irgendwelche Cracks euch erwerben könnt oder ihr das zahlen müsst dafür, dass ihr eben dieses Simulationsprogramm benutzen könnt. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie schon vorher erwähnt, dass Epic Games das sehr leicht detectet und euer Account flöten gehen kann. Weil Epic Games ist generell in der letzten Zeit sehr bannfreudig. Die bannen einfach jeden weg, der irgendwas Verbotenes macht. Nehmen auch keinen Rückzug auf irgendwas. Und deshalb passt auf jeden Fall auf euren Account auf. Weil wenn ihr es versucht und werdet gebannt, ihr bekommt keine zweite Chance. Ihr werdet instant perma gebannt. Und ihr könnt nichts mehr mit diesem Account machen. Ihr werdet natürlich euch IP gebannt und das ist halt einfach nur scheiße für euch. Dann werden die ganzen Leute 300-400 € in ein Game investieren oder halt reinstecken und dann einfach instant gebannt werden, weil man eben versucht, diesen Skin zu erquacken oder illegal zu bekommen, Leute. Was, wie schon gesagt, ein Betrug ist und verboten ist, Leute. Wie schon gesagt, ihr habt eigentlich keine Möglichkeit, euch diesen Skin gratis zu bekommen, weil einfach Epic Games einfach nicht so dumm ist, wie die meisten denken. Die denken, wie schon gesagt, einmal einen Schritt gefühlt nach vorne und wissen auch, dass sehr viele versuchen werden, diesen Skin gratis durch irgendwelche andere Programme zu bekommen. Wie schon gesagt, Epic Games wird das sehr, sehr genau überprüfen und sobald ihr auffallen würdet durch ein Detect-Programm von Epic Games, werdet ihr sofort gebannt. Wie schon gesagt, Epic Games macht hier keine Ausnahmen mit irgendwelchen Spielern. Also wie schon gesagt, passt auf jeden Fall auf euren Account auf. Der kann sehr, sehr schnell bei solchen Sachen flöten gehen. Vom Fazit her so, im Endeffekt möchte ich einfach hier nochmal kurz das zusammenfassen. Einfach nochmal kurz hier euch diese ganze Situation, dieses ganze Video nochmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar, ihr könnt euch den Skin nicht gratis durch irgendwelche Crack-Programme, durch irgendwelche Einstellungen ändern, könnt ihr diesen Skin nicht gratis bekommen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist eins von diesen zwei Geräten zu kaufen oder vielleicht das Gerät vom Freund vielleicht schnappen, ihn fragen, ob ihr den Skin bekommen dürft und so weiter, Leute. Das Einzige, was es dann noch in der näheren Zukunft geben könnte, dass der Skin dann in den Shop kommen könnte, das wurde ja auch schon anscheinend geleakt oder es kommen schon Gerüchte, dass der Skin in den Shop kommen könnte, was natürlich mega krass wäre. Aber das werden wir dann in der Zukunft sehen. Also wie schon gesagt, ihr könnt diesen Skin nicht bekommen. Für die Leute, die sich alles gefragt haben, das wollte ich einfach nochmal in diesem Video erklären. Ich wollte euch heute in diesem Video nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen und euch sagen, dass ihr diesen Skin in keiner anderen Weise, mit keinem Programm oder so cracken könnt, also gratis bekommen könnt. Das ist einfach nicht möglich. Passt auf jeden Fall auf euren Account auf, Leute. Und ja, dann war es das, glaube ich, auch schon mal mit dem Video. Ich hoffe, dass euch gefallen hat und dass ihr euch aus diesem Video sehr, sehr viele Informationen mitnehmen könnt. Ihr könnt das Video auch gerne mit euren Freunden und Verwandten teilen. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like da. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, cheerio, bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't